Hörst du mich, wenn ich subbe? Klar. Aber sub lieber davor. Ne? Art of the deal. Who's that Pokémon? It's no way for you! Wenn ich eine wilde Vermutung aufstellen darf, ich glaube, Norways Freundin muss Verständnis dafür haben, dass Norway circa 20 Stunden am Tag nicht verfügbar ist. Ja, also ihr müsst ja, also, ne, kurz zu mir und meinem Tagesablauf, ne, wenn ihr euch das vorstellt, ne, hier, das bin ich, ne? Am Start des Tags bin ich super motiviert. So, ne, okay, das ist das schlechteste Gesicht, das ich je gesehen habe. Aber am Start des Tags bin ich super motiviert. Dann gehe ich in den Stream und 12 Stunden später bin ich der Blob. Und dieser Blob macht einfach gar nichts. Ich lieg nur rum, wisst ihr? Ich lieg nur rum, ich mach überhaupt gar nichts. Ich bin wie so ein großer, so ein Haufen nutzlos. Tja, wenn ich mit 60% Winrate nach Diamond 4 komme, mit Diamond 2, Diamond 1 MMR, wo werde ich dann stacken? Bin sonst Diamond 1, aber fühle mich ein bisschen besser. Das kann, also... Entschuldigung, warte. Ich hole meine Schale mit den Knochen der Vorfahren. Und den grünen Tee, aus dem wir lesen können, von den Essenzen der Wälder. Und dann lass mich noch das Orb der Glassicht holen. Und lass mich hineinschauen in die Vergangenheit, in die Zukunft und in unsere moderne Welt. Und dann das Sternenkonstrukt. Das gibt natürlich ganz viel Informationen gerade. Ja, der Jupiter steht im Mars des Uranus. Und das bedeutet natürlich viel. Der Jupiter kann gar nicht im Mars des Uranus stehen. Ja, das, du denkst wahrscheinlich an dieses ganz normale Weltbild mit den Planeten, ne? Aber die sind ja gar nicht so voneinander getrennt, weißt du? In Wirklichkeit sind die ja näher aneinander und auf so einer vibrierenden Linie. Ja, ja, ja. Natürlich sind sie das. Can you report Syndra for banning my champ? Yes. So. Okay, wen nehmen wir denn her? Wir haben eine... Boah, die werden viel poken. Lass uns so spielen. Oh Gott, wir haben einen V9-Spieler. Ah, nee, er heißt V9-Sucks. Dann ist es okay. Weil V9-Spieler im Team ist immer ein Lose. Ich sage, wie das ist. Ist immer ein Lose. Aber wenn wir V9-Sucks im Team haben, ich glaube, der hat Potenzial. Hörst du mich, wenn ich subbe? Klar. Aber sub lieber davor. Ne? Art of the deal. Ja, das ist jetzt, jetzt könnte ich ihn komplett runterlaufen und er wäre dann trotzdem schon in der Sub-Falle, wisst ihr? Das ist die Idee dahinter. Nobody but me. Lass dich jetzt nicht immer von dem kicken. Oh Gott. Ja, also normalerweise würdest du jetzt als Fresh den Level 2 Power Spike ausspielen und hättest aggressiv sein sollen, ne? Mal unter uns. Ninalco! Wir gehen gleich hinten in den Busch und machen ein kleines Krisengespräch auf der Botlane, wenn es um die Synergie geht, Kollege. Okay, ich gehe mal ganz kurz basen hier. Ach so, mal, aber das war doch klar, dass die für den Jungler beten. Ninalco! Ich konzentriere mich jetzt, sorry. Passiert, passiert. Haben wir ja gleich jetzt. Die Lane wird jetzt aber sehr, sehr rough, ne, fürs Erste. Aber mal schauen. Die Frage ist, warum nimmt man auf ADC nie Refillable Potion? Na gut, wir können es uns eh nicht leisten. Also lassen wir das Gedankengerüst mal lieber. Aber mir ist aufgefallen, dass ADCs keine Refillable Potion kaufen, sondern normale Potions. Wie es aussieht, werden wir aber gedived, wenn wir es sehen. Schon mal. Geben. Irexai carried das. Ja, I mean, 1-3 ist sie schon. Also könnte bald kommen. Du hast einen schlechten Wave State. Der Fresh spielt ihn genauso gut wie du. Hey, 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 hey. Beleidige meinen Boy Ninalco nicht so. Das an. Ich werde wieder gedived, ne? Ah, ne, okay. Mal kurz zurück. Wir sind leider, haben wir immer noch nicht unseren Krakenslayer, aber das hat uns natürlich sehr geholfen. Und wir sind auch währenddessen, weil wir Toplane natürlich mit Überzahl spielen konnten, sind wir jetzt tatsächlich überall ahead.
Also Toplane gewinnt, Jungle ist jetzt recovered, Mitte ist sehr ahead, ne? Also da hat unser Team auch gute Arbeit geleistet. Wir haben jetzt eine gute Chance, das zu holen hier. Well, that sucks. Aber vielleicht kriegen wir den mit Turret Manderson. Ja, mein Jungler ist bis jetzt jedes Mal einfach gestorben, wenn er Bot gegankt hat. Das war nicht so gut, nicht optimal zumindest für uns. Wenn wir jetzt ganz viel Glück haben und die uns hier alleine pushen lassen, dann nehmen wir jetzt den ganzen Turret. Das wäre natürlich der absolute Ober-Checkpot, wenn jetzt hier keiner kommt. Okay, also, die letzten paar Aktionen waren jetzt alle nicht so gut für uns. Aber Erezili, du bist... Was passiert denn hier? Für den nächsten Fight wieder Flash. Bitte geht nicht rein, Leute. Ja, ich könnte mal Mitte durchgehen, probieren. Startet die gerade Solo Nash? Warum würden wir denn jemals Nash starten? Die Gewinner sind eigentlich richtig stark mittlerweile auch. Ich glaube, ich hätte mehr hitten können bei dem Fighter gerade, ne? Mir sehr schwer getan, da Hits zu finden. Leider. Ja, aber als letztes werden wir jetzt Lifesteal gehen. Huge Play von der Gwen. Sehr guter TP, gut die weggezogen. Riesenfehler vom Ivan da, der sehr base gegangen ist. Ansonsten hätten die Free Nash gekriegt. Ist der Wukong wenigstens auf mich drauf geflasht oder war das ohne Flash von Wukong? Na, wenn halt die Syndra auf mich drauf flasht, bin ich halt einfach Toast, ne? Bitte tu's nicht, Ezekiel. Please don't. Wukong könnte auch hinter uns trappen schon. Wir können auch Zeit für die Gwen einfach rausholen. Boah, Leute, es ist so hart, dieses Game. Es ist so hart. Ich will gewinnen. Es ist so fucking hart. Like, diese Rexer, diese Gwen, dieser Zed, dieser Fresh. Warum sagt er im Alt-Chat, dass er mich fokussen will? Yeah, I mean, I guess, was machen wir jetzt? Aber chillen. Im nächsten Fight können wir potten, nehme ich an. If we lose it, it's still a win for me. Okay. Ja, wir können nichts machen gerade, Leute. Wir warten jetzt aufs Objective. Keiner darf gecatcht werden. Don't die. Ich schreib dö, ne? Das soll noch mehr, dann ist noch mehr Druck dahinter. Don't dö, guys. Please don't dö. Ganz genau, Kollege. Du gehst besser mal top jetzt. Okay, ich hab beide Sums. Ich bin komplett alleine. Redbuff noch nehmen und dann haben wir Full Power. Jetzt nicht sterben auf den Sidelines, bis wir Nash-Druck haben. Please don't die, bis wir Nash-Druck haben. Das ist das Einzige, was nicht passieren darf jetzt. Dass ihr jetzt sterbt, wenn wir noch nicht Nash machen können dafür. Jetzt der Ivan ist zu sehen. Jetzt nehmen wir den Nash ein zusammen.
Wir starten ihn noch nicht. Doch, jetzt starten wir. Jetzt starten wir. Jetzt sehen wir sie in Mitte und jetzt kriegen wir Free Nash. Und dann können wir dasselbe mit der Seele machen. Wenn wir allen smart spielen jetzt, ist das Game vorbei. Wir dürfen nur nicht... Ne? Irizili? Wir dürfen nur nicht was? Rein in die Gegner. Du darfst nicht rein, bitte. Irizili. So, noch eine Wave anpushen. Dann spielen wir Seele. Wir müssen jetzt hochporten und Pressure erzeugen. Und wir machen nichts. Machen gar nichts, machen wir so lang. Oh, war das anstrengend, das Game. Holy shit, war das anstrengend. Meine Güte, Leute. Da konnte ich aber auch nicht loslassen. Oh, mein Gott, mein Herz. Aber viel zu anstrengend gerade. Kannst du das Replay von der Rek'Sai-Tod vor dem Drake anschauen? Welchen meinst du? Welchen welchen von den 14 meinst du denn? Kurz vor Drake 2 für die Gegner. Also hier war der, ne? Okay, jetzt watch this. Irizili mit dem Play. Die geht also sicher alleine rein in die gegnerische Vision. Und sie ist immer noch dabei. Die läuft als Level 13 2-9 Rek'Sai in den gegnerischen Jungle rein, on Vision, wird gekombot, wäre fein, geht hinter ihm weg. Manche Plays sind so schlecht, die muss man einfach so stehen lassen. Da muss man gar nichts mehr viel zu sagen, finde ich. Ich glaube, das Gameplay spricht für sich.